Lina Larissa Strahl ist als Sängerin und Schauspielerin bekannt. Wir zeigen euch ihre krasse Verwandlung. Ihre Karriere begann schon als Teenager im Alter von 16 Jahren. Damals gewann sie einen Musikwettbewerb beim Sender Kika. Im selben Jahr startete sie als Schauspielerin durch und ergatterte die Hauptrolle im Film Bibi und Tina, der Film, der 2014 in die Kinos kam. Damals sah sie noch richtig süß und kindlich aus, wie auf diesem Foto zu sehen ist. Auch in den drei Fortsetzungen des Films spielte sie die Rolle der Bibi Blocksberg. Während der Dreharbeiten lernte sie ihren Freund Tilman Pörtzgen kennen. Mit ihm ist sie seit 2016 glücklich in einer Beziehung. Lina Larissa Strahl wurde schnell zum absoluten Teenie-Star und stahl auf dem roten Teppich allen mit ihrem sympathischen Lächeln die Show. Neben der Schauspielerei trieb sie auch ihre Musikkarriere voran und veröffentlichte bis heute drei Alben. Auf der Bühne zeigt sie sich meist von ihrer rockigen Seite. Ihre Frisur hat sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert, wie hier zu sehen ist. Auch ihre Outfits sind inzwischen deutlich gewagter und ausgefallener. Lina ist eben zu einer echten Powerfrau herangewachsen. Vom süßen Mädchen ist nicht mehr viel zu sehen. Aus ihr ist eine richtige Styling-Queen geworden. 2019 zeigte sie sich allerdings nochmal von einer ganz neuen Seite. Als Teilnehmerin bei Dancing on Ice bewies sie mit Eistanzpartner Joti Politsuakis, dass sie auch auf dem Eis eine super Figur macht. In den wunderschönen Tanzkleidern sah sie aus wie eine Eisprinzessin. Sie schaffte es in der Show bis ins Finale, wo sie den dritten Platz belegte. Lina Larissa Strahl hat wirklich eine Wahnsinnsverwandlung hinter sich und wir sind uns sicher, von ihr werden wir in Zukunft noch viel sehen und hören.